Vergiss mein Nicht. Dem Thema Demenz mit seinen vielschichtigen Herausforderungen an pflegenden und zu pflegende Menschen stellt sich das diesjährige Pflegesymposium 2017 im Kongress Schladming. Wie punktgenau das Thema in diesem Jahr getroffen werden konnte, zeigte sich am Morgen, als ungezählte Fachkräfte, Pflegende und familiär Betroffene im Kongress eintrafen. Es ist eine Freude, hier hineinzuschauen. Ich danke allen, die gekommen sind, egal in welcher Verantwortung, sei es eine politische, eine fachliche oder auch eine menschliche, Sie in diesem Bereich arbeiten, für diesen Bereich da sind. Danke für Ihr Kommen und danke, dass Sie uns über die Jahre hinweg nicht vergessen haben. Geschäftsführer Jakub Kabas und Bürgermeister Jürgen Winter begrüßten die Gäste im bis zum letzten Platz gefüllten Kongress. Ja, ich bin sehr, sehr stolz, bereits das vierte Mal das Pflegesymposium hier in Schladming zu Gast zu haben. Aber vor allem inhaltlich ist es mir als Bürgermeister so wichtig. Mit dem diesjährigen Programm sollten Möglichkeiten und Wege aufgezeigt werden, um zu helfen, dem Vergessen zu begegnen, dem eigenen und dem anvertrauten Menschen, fachspezifisch, praktisch, rechtlich, märchenhaft und humorvoll helfen zu können. Sie über Demenz als Herausforderung für die Pflegenden spricht, dann weiß sie, wovon sie redet. Applaus für Martina Kirbisser. Ich habe erkannt, dass mein Talent in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz liegt. Und es ist auch meine Herzensangelegenheit. Es gibt viele wunderschöne Erlebnisse. Es gibt ganz viele schöne Begegnungen, wenn man wirklich merkt, da ist die Person. Das ist nicht die Erkrankung, das ist ein Mensch, der da ist. Und dann im Gespräch einzelne Worte und Berührungen sind wunderschön. Der Obmann-Stellvertreter des Sozialhilfeverbandes Bürgermeister Herbert Kuganik unterstrich einmal mehr die Wichtigkeit der pauschalen Unterstützung in dieser Thematik. Wir wollen Qualitätsarbeit abliefern, wir wollen das Beste für unsere betagten Damen und Herren, aber selbstverständlich muss auch das Land und der Bund finanziell uns unter die Arme greifen, damit diese Aufgaben meisterbar und stemmbar sind. Was gibt dann unser Lebensspurprofil? Wo sind die Weichenstellungen auf unseren Gedächtnisbahnen? Geschäftsführer Jakob Kabas freute sich, dass so viele Menschen gekommen waren, um sich mit dem Sozialhilfeverband dieser immer bedeutender werdenden Thematik anzunehmen. Ja, es ist auch mittlerweile schon so, dass, wie ich vor 18 Jahren begonnen habe, haben wir in etwa ein Drittel der Bewohner und Bewohnerinnen gehabt, die eine Diagnose Demenz gehabt haben. Mittlerweile sind wir im Bereich von 2/3. Und da geht es einfach darum, die Leute fachlich auch zu unterstützen, weil das Sicherheit in der täglichen Arbeit gibt. Worin liegen die Aufgabenbereiche des Sozialhilfeverbandes? Ja, einerseits geht es darum, schon auch bewusstseinsbildend zu sein für die sozialen Themen einer Region. Es geht auch immer wieder darum, die Mittelaufbringung der Gemeinden. Die stehen nach wie vor, auch wenn es immer enger wird für sie, zu den Leistungen des Sozialhilfeverbandes für die Menschen in der Region. Das Pflegesymposium 2017 erfasste fast alle Themenbereiche der Demenz und schuf so einen Haltegriff zur Sehnsucht nach der Verwurzelung des Menschen im Herzen eines oder einer anderen. Offen sein, die Augen offen halten, vor allem pflegende Angehörige unterstützen, ihnen immer wieder das Gefühl geben, sie sind nicht allein, sie sind nicht ganz allein auf einem Stern, es gibt ganz viele andere, denen so geht. Wir müssen einfach unsere Gesellschaft öffnen und Demenz enttabuisieren.